Franz Ruppen, mit Hinblick auf die eidgenössische Wahl im Oktober, mit was für einem Gefühl, mit der starken Liste, geht er in den Wahlkampf? Ja, wir gehen mit einem guten Gefühl in den Wahlkampf, aber es ist klar, wir müssen kämpfen, wir müssen mobilisieren für die zwei Sitze am Wallis und insbesondere den Sitz im Oberwallis behalten. Aber wir haben eine sehr gute Liste, eine Hauptliste mit 7 Kandidaten und haben nebenzu noch 3 Nebenlisten. Wir haben eine Jugendliste mit 5 Kandidaten, eine Frauenliste mit 3 Kandidatinnen und eine Liste Wirtschaft, Gewerbe und Tourismus mit 7 Kandidaten. Ich kann sagen, mit dieser Liste hat ja wirklich amtierende Grossräte da drauf wirklich nehmen, wo man kann sagen, das sind starke Persönlichkeiten in der Politik. Ist das ein Angriff auf EC-Partien? Vor allem einmal ist ein Angriff nicht auf jemand anders, sondern wir wollen unseren Sitz behalten und darum haben wir euch alles mobilisiert für auf die Liste, dass wir mit einer starken Liste geben, breit abgestützt im ganzen Oberwallis mit guten Kandidatinnen und Kandidaten für den Sitz sichern. Der sitzt sicher und da muss eigentlich schon recht viel falsch gehen, dass der nicht auf sicher ist. Wahlen sind Wahlen, man darf nie sicher in die Wahlen gehen. Man muss kämpfen, man muss mobilisieren, weil im Moment ist der Trend nicht gerade unbedingt für uns. Das kann wieder ändern bis im Herbst. Schweizerisch haben wir in Zürich, Luzern und Basel-Land verloren. Luzern und auch die anderen Bürgerlichen verloren, CVP, FDP. Aber wir müssen kämpfen, wir müssen mobilisieren. Ich glaube, meine Leistungsausweis darf ich sehen, auch der Leistungsausweis von den Kandidatinnen und Kandidaten, die wir haben, im Grossrat, im Verfassungsrat, in den Gemeinderat und alle zusammen als gutes Team mit diesen 22 Kandidaten. Kandidaten, weil wir alles machen, um ein gutes Resultat zu holen und ihr Sitz zu sichern. Ihr verzichtet auf eine Ständeratskandidatur bewusst, weil es aussichtslos ist? Wir haben das intern diskutiert. Ich war vor 4 Jahren Ständeratskandidat. Da war der Sitz im Oberwallis zu vergeben. Jetzt ist mit Beat Rieder ein Amtierender. Und wir haben in der Partei andere Leute, die das euch kennen. Und es gibt nicht nur der Franz Ruppen, der immer Ständeratskandidat kann sein kann. Wir haben mit Michael Kritzer einen jungen, topmotivierten und engagierten Mann, der eine gute Arbeit im Gemeinderat macht, im Verfassungsrat. Und der wird sicher einen guten Wahlkampf da darlegen. Der Fall Michael Kritzer, jetzt kandidiert der Michael Graber. Heute ist das bekannt worden, recht kurzfristig. Ist das aus wahltaktischen Gründen so geplant gewesen? Ja, klar. Also die Kandidatur war länger bekannt gewesen, intern. Und wir haben natürlich das gestaffelt bekannt gegeben. Aber die Kandidatur Michael Graber war natürlich intern schon länger festgelegt gewesen. Wenn man auf das Jahr 2021 schaut, schält er schon ein bisschen auf den Staatsratssitz. Hört, die Frage wird viel gestellt und ich sage immer das Gleiche. Ich bin Nationalrat, im Herbst sind Nationalratswahlen. Ich werde die Arbeit in Bärau weiterführen und ich werde alles machen, damit wir den Sitz halten können, dass ich wiedergewählt werden kann. Und das ist das, was jetzt zählt. Alles andere sehen wir später. Merci vielmals.